Kollevisia Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Magazin. Jedes Jahr im Dezember wird ein neuer Winterfahrplan eingeführt. Er bringt in der Regel einige größere und einige kleinere Verbesserungen im Ablauf der Züge. Von einer solchen kleineren Verbesserung wollen wir jetzt sprechen, die aber doch über Berlin hinaus auf großes Interesse stößt, nämlich geht es darum, dass zum ersten Mal seit Jahren wieder auf dem Bahnhof Zoo ICE-Züge halten. Herzlich willkommen. So sah es auf dem Berliner Bahnhof Zoo seit 2006 aus. Gnaden und herzlos sausten die ICE-Züge durch das Stationsgebäude, ohne sich um Ein- und Ausstiegswillige zu scheren. Ab sofort mit dem neuen Winterfahrplan ab dem 12. Dezember 2021 darf sich ein ICE-Zug am Bahnhof Zoo auch so verhalten. Genau 5679 Tage hatte es gedauert, bis am Bahnhof Zoo wieder Fernverkehrszüge halten. Das hatte der Vorsitzende des Landesverbands Berlin-Brandenburg des Fahrgastverbands Pro Bahn, Peter Cornelius, ausgerechnet. Erfreut über diesen Wandel, begrüßte er mit weiteren Bahnfreunden und einem Plakat den hier erstmals haltenden ICE. Auch Frank Jahnke, langjähriges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Landesfachausschusses für Wirtschaft und Arbeit, strahlte. Das ist ein großer Tag für uns und die City West hier. Da haben wir über 15 Jahre für gekämpft. Ich hier als Wahlkreisabgeordneter, aber auch viele andere. Wir haben hier Menschenketten gemacht 2006, als der Bahnhof von der Bahn abgehängt wurde, weil eben Medorn glaubte, er musste es tun, um den Hauptbahnhof kommerziell zu nutzen. Wir haben immer gesagt, für die City West ist es entscheidend aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch für die Bevölkerung, auch für die Studentinnen und Studenten der TU, die hier gleich ist, auch für die IHK, die hier gleich ist, für den Tourismus. Wir haben hier ein Zentrum des Tourismus und da ist einfach der Bahnhof Zoo ein Halt, der Hunderttausenden von Berlinerinnen und Berlinern und all den Touristen zugutekommt. Was hat der Bahnhof Zoo mit dem Berliner Hauptbahnhof zu tun? Am 27. Mai 2006 wurde der damals neu gebaute Berliner Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Jetzt sollten Fernverkehrszüge nur noch am Hauptbahnhof halten, nicht mehr am Bahnhof Zoo, einem wichtigen Berliner Fernbahnhof seit damals 122 Jahren. Offiziell hieß es, die Berliner Stadtbahn sei überlastet, wenn zu viele Züge zu oft Halt machten. Dann gäbe es schnell Verspätungen, die sich dann auf den gesamten Zugverkehr des Tages negativ auswirkten. Doch viele mutmaßten, es ging wohl eher darum, den Geschäften im neuen Hauptbahnhof möglichst viele Kundinnen und Kunden zu beschaffen, notfalls durch Umleitung der reißenden Ströme vom Bahnhof Zoo. Der Hauptbahnhof war ja praktisch auf offenem Felde entstanden, ohne jede Infrastruktur in der unmittelbaren Umgebung, sodass selbst die Planer unsicher waren, wie er angenommen werden würde. Die Anhänger des Bahnhofs Zoo befürchteten hingegen, ohne die Halte der Fernzüge werde das westliche Berlin zu einer Provinzstadt verkommen und Hotels sowie Läden im Umfeld des Bahnhofs würden schließen müssen. Den gesellschaftlichen Protest nahm damals sogar die Berliner Miniatureisenbahnanlage Loks auf. Sie zeigte Kletterer, die gerade ein Protestplakat an der Außenwand des Bahnhofs Zoo anbringen wollten. Der Berlin-Brandenburgische Bahnkundenverband verwies damals auf Veröffentlichungen der Firma Ströer, die die Vermarktung der Werbeflächen im Hauptbahnhof übernommen hatte. Allein die Werbeeinnahmen aus Bannern, Lichttransparenten, Großflächen und Postern sollen schon damals über 500.000 Euro monatlich betragen haben. Am Bahnhof Zoo waren vielleicht 100.000 Euro monatlich durch Werbung zu verdienen. So meinte der Bahnkundenverband, die Deutsche Bahn AG hat sich also für ihre Geschäftsinteressen entschieden und gegen die Fahrgäste.
Die neue deutsche Bundesregierung unter Führung der SPD hat beschlossen, den Bereich Station und Service von der Verpflichtung zu befreien, für die DB Gewinne zu erwirtschaften. Würde eine gemeinnützige Orientierung der DB Bahnhofsverwaltung die Versuchung verringern, die Vermarktung von Ladenflächen in einem Bahnhof gegen die Fernverkehrshalter in einem anderen Bahnhof auszuspielen? Ja, natürlich, dann könnten solche bahnfremden Leistungen tatsächlich eine weniger geringe Rolle spielen, was gut wäre, da wir ja auch eigentlich verkehrspolitisch den Bahnhof Zoo betrachten und hiervon sehr viele profitieren würden. Ich frage deshalb, weil gerade in Polen mir einer unserer Mitarbeiter sagte, der Hauptbahnhof in Warschau hat so viel Leerflächen in den Läden, dass das ihn erschreckt, wenn also der wichtigste Bahnhof eines Landes viele Läden leer hat, dann zeigt das ja offenbar, dass die Mietforderungen dort zu hoch sind, weil auch dort Station und Service als Kommerzunternehmen läuft, obwohl es dem Staat gehört. Ja, das war mir jetzt nicht bekannt. Ich war dort in Warschau vor 6-7 Jahren, da war das noch nicht so. Aber kann ja sein, dass dort inzwischen eine Menge Leerstand auf dem Bahnhof ist. Ja. Das heißt, dieses Problem, was wir hoffentlich hier angreifen, betrifft in dem Fall eigentlich auch die Polen. Ne? Das kann man sagen. Ja. Oder alle, die dieses kommerzielle System für Bahnhofsverwaltung haben. Ne? Dann wollen wir eben mit gutem Beispiel vorangehen. Der ICE-Zug, der jetzt erstmals am Bahnhof Zoo hielt, ist einer der sogenannten Sprinter, die mit dem neuen Winterfahrplan neu ohne Halt zwischen Köln und Berlin verkehren. Dreimal tägliche Richtung sind die neuen Sprinter Berlin-Köln mit unter 4 Stunden Fahrzeit etwa 30 Minuten schneller als die anderen jede Stunde fahrenden ICE. Die Sprinterzüge beginnen in Bonn. Auch zwischen München und Berlin werden jetzt am Abend zusätzliche Sprinter eingesetzt, die unterwegs nur in Nürnberg, Erfurt und Halle halten und weniger als 4 Stunden für die Fahrt brauchen. Der Berliner SPD-Bahnexperte Dr. Jürgen Murach lobt noch einen weiteren nächtlichen ECE, der jetzt auch am Bahnhof Zoo hält. Es gibt auch einen nächtlichen ICE, der über Magdeburg nach Hagen fährt. Der Bahnexperte wünscht sich, dass auch internationale Züge am Bahnhof Zoo halten. Dazu gibt es schon entsprechende Gespräche. Wir hatten auch Gespräche mit der österreichischen Bundesbahn geführt. Es gibt einen Nachtzug von Berlin-Charlottenburg nach Breslau, Wien und Budapest. Wir hoffen auch, dass der Zug vielleicht im nächsten Fahrplan schon hier hält. Wir haben auch mit der PKP Intercity Gespräche geführt und sich darauf hingewiesen, dass sehr viele polnische Institutionen hier sind, auch die polnische Botschaft. Und die Züge nach Warschau, nach Danzig, die werden in Grunewald gewartet und fahren leer durch den Bahnhof Zoo, sodass es keine betrieblichen Einschränkungen gibt, wenn der Berlin-Warschauer Express hier auch hält. Und wie steht es mit dem Argument, die Gleise der Berliner Stadtbahn sind überlastet? Es ist natürlich heute so, dass durch den steigenden Berufspendlerverkehr in der Berufsverkehrszeit einige Halte der ICE-Züge schwierig geworden sind durch die vielen Verstärkerzüge. Aber wir fordern deshalb, dass das neue europäische Zugsicherungssystem ETCS auf der Stadtbahn eingebaut wird. Dadurch würde sich die Kapazität um 30% erhöhen und wir hätten da keine Schwierigkeiten mehr, dass alle ICE-Züge im Bahnhof Zoo halten. In direkter Nachbarschaft zum Bahnhof Zoo befindet sich das Amerika-Haus. Dieses Kultur- und Informationszentrum der USA gehört seit 2006 der Stadt Berlin. Hier fand im Oktober 2011 eine bemerkenswerte Ausstellung über die jüngere Geschichte des Bahnhofs Zoo statt. Wie kam es dazu, dass gerade dieser Bahnhof zum Vorposten des ostdeutschen Staates DDR wurde, wie es der Titel der Ausstellung ausdrückte? Durch das Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg waren auch in Berlin die Bahnhöfe stark beschädigt, einige von ihnen wurden später abgerissen. Die Stadt wurde in 4 Besatzungszonen geteilt. Bald wurde klar, dass die sowjetische Zone im Osten und die 3 Westzonen antagonistische Interessen verfolgten.
Alle vier Besatzungsmächte hatten aber beschlossen, dass das Eisenbahnwesen und auch die gesamte S-Bahn durch die Deutsche Reichsbahn im Ostteil der Stadt organisiert und verwaltet werden sollten. Aus diesem Grund trug die Eisenbahn der DDR weiterhin denselben Namen wie die Eisenbahn des Deutschen Reichs der Vorkriegszeit. Die Verantwortlichen in Ostdeutschland fürchteten, sie könnten die Rechte in West-Berlin verlieren, falls sie den Namen der Eisenbahn änderten. So konnte die DDR durch ihre Deutsche Reichsbahn, abgekürzt DR, auch am Eisenbahnverkehr von und nach West-Berlin mitverdienen. Der einzige Bahnhof für den Fernverkehr im Westen Berlins war der Bahnhof Zoo an der Ost-West-Eisenbahnstrecke der Stadtbahn. Einen Aufschwung für den Bahnverkehr brachte der Abschluss des Transitabkommens zwischen den beiden deutschen Staaten am 17. Dezember 1971, also ziemlich genau vor 50 Jahren. Jetzt erhielten die Reisenden direkt im Zug von mitreisenden DDR-Zollvertretern ein Transitvisum. Für BürgerInnen aus West-Berlin in der DDR WB abgekürzt und aus der Bundesrepublik Deutschland, die DDR sagte und schrieb zum Ärger der westdeutschen Politik kurz BRD, sahen diese Visen unterschiedlich aus. Bei der Ausreise des Zugs aus der DDR wurden diese Papierstücke wieder eingesammelt, im Reisedokument verblieb nur ein bunter Stempel. Das Reisegepäck wurde nicht mehr kontrolliert. Im Bahnhof Zoo arbeiteten also EisenbahnerInnen aus West-Berlin, die in westlicher D-Mark entlohnt wurden. Jeden Monat brachte deshalb ein Kurier aus Ost-Berlin Westgeld in bar zur Auszahlung des Lohns nach West-Berlin. Eine abenteuerliche Aktion. Für die Ordnung auf West-Berliner Gleisen sorgte die Bahnpolizei der DDR-Reichsbahn. Kein Wunder, dass es immer wieder einmal Konflikte gab um die Kompetenzen der Ordnungshüter aus Ost und West. Und über allem schwebten die Rechte der vier Besatzungsmächte. Die DDR-Reichsbahn bemühte sich, sich als Unternehmen mit guten Leistungen für die Westberliner Bevölkerung darzustellen. Aber nach dem Mauerbau 1961 boykottierten viele WestberlinerInnen die S-Bahn. Die Einnahmen der Reichsbahn in West-Berlin brachen ein. So hatte die DDR auch nicht viel Geld, um das Bahnhofsgebäude am Zoo in einem ordentlichen Zustand zu halten. Es wurde immer unansehnlicher, zog West-Berliner Obdachlose und Rauschgiftsüchtige an. Auf diese Weise war der Bahnhof Zoo zwar ein Schaufenster der DDR, doch Schmutz und Provinzialität schreckten ab. Die gewünschte Propagandafunktion für die DDR als kraftvolles Vorbild inmitten des maroden Westberliner Kapitalismus konnte der Bahnhof Zoo nicht erfüllen. 1984 feierte die Reichsbahn den 100. Jahrestag des Bahnhofs Zoo als Fernbahnhof. Gleichzeitig gab sie die Betriebsrechte für die inzwischen stark heruntergekommene S-Bahn an den Westberliner Senat ab. Den Anstoß dazu hatte sicher der Eisenbahnerstreik bei der Westberliner Reichsbahn 1980 gegeben. Der Aufruf zum Streik wurde sogar als offizielles Diensttelegramm verschickt. Streikende Westberliner Eisenbahnerinnen besetzten das Stellwerk am Bahnhof Zoo. Sie brachten zeitweilig den Personen- und Güterverkehr in West-Berlin weitgehend zum Erliegen. Aus Sicht der DDR war das eine unerhörte Provokation. Schließlich konnte es Streiks nach der Doktrin der DDR nur im Kapitalismus geben. Und jetzt das. Die eigenen Angestellten streikten gegen die sozialistische Reichsbahn, ganz so wie die Solidarność in Polen. Und die DDR konnte noch nicht einmal, wie General Jaruzelski in Polen, in West-Berlin das Kriegsrecht ausrufen. Die Westberliner Belegschaft der Reichsbahn wehrte sich gegen Pläne, jeden Tag den Fahrbetrieb der S-Bahn schon um 21 Uhr zu beenden. Dann wären die Nachtzuschläge für das Personal weggefallen. Sicher hätte es Entlassungen gegeben. Gefordert wurde auch eine Angleichung der DDR-Löhne an das Niveau der Westdeutschen Bundesbahn. Das war für die DDR natürlich unmöglich, sie hatte genug andere Finanzprobleme. Auch mit Finanzen zu tun hatte dieser Verkaufspavillon der Westdeutschen Bundesbahn gleich neben dem Bahnhof Zoo. Um doch noch etwas an den Fahrkarten des Westberliner Fernverkehrs verdienen zu können, verkaufte hier die DB westlich gesinnten Reisenden Fahrkarten, die auch die Reichsbahn der DDR anerkennen musste.
Die Westdeutsche Bundesbahn durfte eigentlich in West-Berlin keine Karten verkaufen. Deshalb schrieb sie auf diesen Karten Verkaufsstelle Hamburg 51. Natürlich gab es in Hamburg gar keine solche Verkaufsstelle. Die DDR ärgerte das sehr. Sie konnte aber gegen diesen Trick nichts ausrichten. 1987, zur 750-Jahr-Feier Berlins, gab die Reichsbahn dem Bahnhof Zoo ein etwas frischeres Aussehen. Das Stationsschild wurde etwas moderner und touristische Sonderfahrten, unter anderem mit Dampfloks, verbesserten das öffentliche Bild der Reichsbahn in West-Berlin. Eine grundlegendere Modernisierung des Bahnhofs Zoo fand erst nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten statt. Erst 1993 wurde der Bahnhof Zoo auf Betrieb mit elektrischer Oberleitung umgestellt. Auch der Hardenbergplatz vor dem Bahnhof wurde damals modernisiert. Von 2015 bis Anfang 2021 wurde der Bahnhof Zoo für rund 100 Millionen Euro grundlegend saniert. Das war dringend nötig. Über die Jahrzehnte war die Bausubstanz marode geworden. Noch sind nicht alle Ladengeschäfte im Bahnhof neu verpachtet. Vielleicht dürfen deshalb wieder Fernzüge hier halten, um den Geschäften mehr Kundschaft zu verschaffen. Man sieht, für WestberlinerInnen ist der Bahnhof Zoo mehr als nur ein Bahnhof. Er ist auch ein spannendes Stück Geschichte und ein wichtiger Kommunikationsknoten der Stadt. Das ist alles für heute. Ich hoffe, das Programm hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.